Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Heute passt es wirklich perfekt, denn heute besprechen Bullet Train nicht nur irgendwelche Telestammtischler, sondern drei, die in den letzten Tagen mit den Irrungen und Wirrungen der Deutschen Bahn konfrontiert wurden. Das heißt, sie wissen, wie schlimm eine Zugfahrt sein kann. Und ob der Bullet Train ein Zug ist, der den Einstieg lohnt, darüber reden wir heute. Hallo Kathi, hallo Theresia. Hi. Servus. Gleich vorweg gefragt, vielleicht so als kleines Vorabfazit zum Film. Was ist schlimmer? Deutsche Bahn oder Bullet Train? Deutsche Bahn. Ich dachte ja immer, alles nur Klischees sein. Ich habe eine einzige Erfahrung bis zu diesem Wochenende mit Deutsche Bahn gehabt, die war auch nicht wirklich blessend. Aber ich dachte halt immer, dass es irgendwie Klischees sind, dass Leute übertreiben. Und ich werde nie wieder in meinem Leben auf der ÖBB herumhacken, weil seit ich jetzt dieses Wochenende ein bisschen mehr mit der Deutschen Bahn gefahren bin, weiß ich, dass es keine Klischees sind und eigentlich Deutsche Bahn ist schlimmer. Ja, ich hatte das Wochenende alles. Also ich bin ja niemand, der viel Bahn fährt, aber ich hatte dieses Wochenende alles. Von Triebwerkstörungen über Vandalismus auf den Gleisen, über Stromausfall und alles Züge Mögliche. Werden nicht bereitgestellt. Was bedeutet, Züge werden nicht bereitgestellt? Schau dir im Fahren und denken sich, scheiße, da fahrt doch ein Zug, den wir vergessen. Oder was bedeutet das? Theresia, kannst du uns mal eben kurz die offizielle Synopsis von Bullet Train vorlesen, der übrigens am 4. August in den Kino startet? Ladybug, ein vom Pech verfolgter Auftragskiller, ist entschlossen, seinen Job in Ruhe und Frieden zu erledigen, nachdem in letzter Zeit zu viele Dinge aus dem Ruder gelaufen sind. Das Schicksal hat jedoch andere Pläne, denn Ladybugs neueste Mission setzt ihn auf einen direkten Kollisionskurs mit Gegnern aus der ganzen Welt, die alle irgendwie miteinander verbunden sind, dabei aber gegensätzliche Ziele verfolgen. Das alles passiert an Bord des schnellsten Zuges, den es gibt. Oder auch Brad Pitt ist ein Marienkäfer und fährt Zug. Das war die Kurzvariante. Die ist auch irgendwie catchier, finde ich. Ich glaube auch, dass wir in ein paar Monaten das sehen werden, wenn der Film auf Netflix erscheint. Da klickst du drauf und dann steht da, Brad Pitt ist ein Marienkäfer und fährt Zug. Viel Spaß hat Bullet Train. Das wäre eine gute Tagline, Bullet Train. Brad Pitt ist ein Marienkäfer und fährt Zug. Das hat was. Ja. Bullet Train ist der neueste Film von David Leitch. Der hat seine Regiekarriere angefangen, zusammen mit Chad Stahelski mit John Wick 1. Danach sind die beiden Männer getrennte Wege gegangen. Stahelski hat weiter die John Wick-Filme inszeniert und David Leitch hat angefangen, auch Action zu machen, nämlich solche Sachen wie Deadpool 2, Hobbs & Shaw, Atomic Blonde und jetzt halt eben Bullet Train, der von Sony jetzt in die Kinos kommt und der Sommerblockbuster sein soll, der überraschenderweise nicht auf irgendeiner TV-Serie, auf irgendeinem Comic oder auf irgendeinem Meme basiert, sondern auf einem Roman. Der Autor heißt Kotaro Isaka, ist mir nicht bekannt. Euch? Nee. Leider auch nicht. Das Buch kommt wohl jetzt auch erst zum Kinostart hier nach Deutschland. Aber das soll uns nicht interessieren, denn wir lesen nicht, wir schauen nur. Und ich fange mal an und sage, doch, ich hatte im Kino eine gute Zeit. Kathi, wie war es bei dir? Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich habe nach dem Trailer eigentlich genau das erwartet, was ich bekommen habe. Brad Pitt prügelt sich 2 Stunden lang durch einen Zug. Es war dann doch ein bisschen mehr. Im Kern war es das und damit hatte ich absolut meinen Spaß. Also ich hatte das Gefühl, dass alle, die da irgendwie mitwirken, dass es denen absolut viel Spaß gemacht hat, das zu machen. Das merkt man irgendwie auch. Und ich bin da gesessen, musste oft laut lachen und nicht, weil es irgendwie peinlich war oder so, weil es wirklich lustig war. Mir ging es ähnlich. Also ich muss ehrlich gestehen, also nach dem Trailer hatte ich irgendwie mir ehrlich gesagt nicht so viel erwartet, weil ich gedacht habe, okay, es wird irgendwie, ja, jetzt nicht Klamauk-Geschichte, aber wird irgendwie so ein Haut-drauf-Film und so weiter. Aber ich muss sagen, also der Film hat mich echt etwas eines Besseren belehrt. Also ich hatte auch wirklich Spaß damit, auch mit den Action-Szenen und der Story. Also ja, also hat sich echt gelohnt. Kathi, du hast ja jetzt gesagt, grob beschrieben, worum es geht, nämlich Brad Pitt prügelt sich in einem Zug. Ich muss aber sagen, dass wie er das tut, ist ja schon sehr amüsant. Nämlich, er will ja gar nicht. Er hat ja eigentlich erstens keinen Bock, zweitens glaubt er einfach, das ist einfach der falsche Weg der Problemlösung, Gewalt. Wobei ich mich dann frage, warum er Profikiller geworden ist. Und er erinnert mich so ein bisschen an eine Figur aus einem anderen David Leitch-Film, nämlich Domino aus Deadpool 2. Das ist ja diese Mutantin, die als Superkraft hat, dass sie das Glück holt ist. Und es gibt mehr als eine Situation in Bullet Train, wo ich mir dachte, es ist zwar gerade total bescheuert, dass Brad Pitt nur aus reinem Glück überlebt, aber es war schon echt amüsant. Ja, ich dachte auch, dass es mir irgendwie auf die Nerven gehen wird, wenn Brad Pitt da sitzt und irgendwelche Kalendersprüche von sich gibt. Aber es hat dann einfach passt. Also, das hat mich absolut nicht gestört. Das war halt einfach so lustig. Und dann sitzt er da und sinniert irgendwie über die
Türen in der Wand oder Fenster, was weiß man ich. Weiß es nicht. Das, und die Fenster, ja, keine Ahnung. Und du denkst dir so, ja, wenn das jetzt auf dem nächsten Kalender da, den ich mal kaufe, stehen würde, würde ich mich auch nicht wundern. Aber das, da ist so viel Charme in diesem Film, finde ich. Das ist absolut nicht störend, dass das einfach auf die Situation passt und einfach absolut viel Spaß macht, wenn er dann da steht und versucht, seinen Gegner zu überreden, ob sie das nicht mit Worten lösen können. Und im Endeffekt prügeln sie das sich erst wieder. Vor allem, also für das, dass sie sich ja im Zug prügeln, also was ich komisch finde, gut, es fällt halt keinem auf. Aber also es schaut alles sehr professionell aus, finde ich. Also von der Machart her, wie sie es gedreht haben. Ja, also man merkt schon, dass der David Leitch schon ein Könner seines Faches ist. Wobei, und da kommt vielleicht einer meiner ersten Kritikpunkte rein, die Action ist schon eine Art von Action, die ist schon für einen, ohne es jetzt böse zu meinen, aber ist schon recht massentauglich. Es ist alles mit sehr viel Witz überladen. Und vor allem, selbst wenn es mal Gewalttätigkeiten gibt, die klare Grenzen sprengen oder Köpfe sprengen, nennen es mal so, das alles hat immer noch so einen cartoonesken Charakter. Das heißt, du kannst es eigentlich nicht richtig ernst nehmen. Diese ganze Action hat zumindest aus meiner Perspektive, die hat jetzt keine richtige Kinetik inne. Das ist schön anzusehen, auch wenn ein paar Effektshots sehr deutlich aus dem Computer kommen, aber das ist jetzt auch nicht mehr so wild heutzutage, finde ich. Das macht alles Spaß, aber von der Action her muss ich zumindest sagen, das ist jetzt kein Actionfilm, den ich jetzt in der Sammlung habe, der All-Time-Favorites. Dafür ist es mir dann doch zu artifiziell, zu bunt und halt ein bisschen auch zu sanft, ist jetzt falsch gesagt. Aber mir fehlt der Druck nach vorne einfach ein bisschen. Ich mag es dann eher ein bisschen radikaler, kompromissloser. Also ich fand die Action teilweise schon, also du hast recht, es hat immer irgendwie den Humor dabei, wenn dann wirklich was, sagen wir, Schlimmeres passiert. Aber teilweise war ich echt so, okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass es wirklich so brutal wird, was mich jetzt nicht, also nicht stört, aber ich habe gedacht, dass man nicht so viel wirklich explizit sieht, wie man wirklich auch gesehen hat, was ich gut fand. Der ist auf jeden Fall massentauglich, das ist gar keine Frage. Und die Szenen, die dann wirklich auch ein bisschen brutaler sind, sind, wie gesagt, auch so, dass man das verkraften kann. Aber ich fand den dann doch schon ein bisschen härter, als ich gedacht habe. Und das fand ich sehr gut. Und ich hatte einfach absolut Spaß mit der Action. Also, wenn sie sich da auf die verschiedensten Art und Weisen auch prügeln und nachdem es auch verschiedene da Personen in diesem Film gibt, die Adli irgendwie ihre eigene Art zu haben, Leute zu töten oder zu kämpfen, hast du halt dann verschiedene Waffen und verschiedene Techniken und so. Das fand ich schon ganz cool. Das hat mir echt viel Spaß gemacht. Also ich mochte die Action-Szenen auch. Stimmt, es waren ein paar Sachen dabei, die fand ich etwas härter, aber gut. Also ich kann damit auch leben. Und ich verstehe dieses Cartooneske irgendwie, weil also der Film war auch sehr bunt. Ich meine, es liegt natürlich auch irgendwie an der Location, an Tokio und also bunt im Sinne von, dass also wirklich auch farbintensiv gewesen ist. Aber fand ich auch irgendwie interessant. Ja, also diese, ich nenne es mal das ganze Designs des Films, das ist schon ganz ordentlich. Also der wurde wirklich von vorne bis hinten perfekt durchdesignt. Sei es jetzt diese Einblendung, wenn irgendjemand vorgestellt wird, sei es jetzt einfach auch, wie die Leute einfach auf die Sachen reagieren. Es gibt ja eine Szene, die gab es schon in einem Trailer, da kämpft halt Brad Pitt mit Brian Tyree Henry in einem Ruheabteil. Und was sie da halt machen, ist halt ganz ehrlich, also in der Realität, das ist jetzt immer blöd zu sagen, aber du merkst halt schon, das ist komplett auf Comedy ausgelegt und dann ist halt da eine alte Dame, die macht immer Sch und gut ist und lustig. Das ist sauber umgesetzt und das ist halt nur deswegen da, damit es halt ja diesen Gag evoziert. Und das ist okay, finde ich. Das ist halt einfach, weil Bullet Train ist halt wirklich kein Film, der jetzt gemacht worden ist, um jetzt irgendwelchen Action-Superfans zu gefallen. Das ist ein Film, der wurde gemacht, damit du mit deinen Freunden freitagabends im Sommer dahin gehst und 2 Stunden Spaß hast und genau das lief. Das hast du, geht definitiv. Also ich hatte da auch meinen Spaß. Die Handlung war auch okay. Es werden halt die ganzen Charaktere vorgestellt, dann kommen wir halt immer so kleine Rückblenden, sage ich mal, um so die Vorgeschichte da irgendwie zu erzählen. Ob jetzt wirklich alle benötigt worden sind, ist jetzt seit mal dahingestellt. Aber ich fand, das hat das Ganze irgendwie dann immer noch ein bisschen aufgelockert. Das war eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat. Klar, ich verstehe, man geht da mit seinen Kumpels irgendwie rein und deswegen wollen sie, dass die Story da auch nicht überstrapazieren und alles ist mir vollkommen bewusst. Aber was mich ein bisschen gestört hat, war, dass sie einem wirklich 100-mal die gleiche Rückblende geben, wer dieser Charakter jetzt ist und was der früher gemacht hat. Ja. Verstehe ich schon, wenn man da dann irgendwie 3 neue Charaktere einführen, die dann nochmal sieht, aber irgendwann hat man gedacht, so, okay, ich habe beim ersten Mal verstanden, wer das ist und wie die irgendwie zusammengehören. Du brauchst mir nicht noch 5-mal zeigen. Aber irgendwann haben wir so gedacht, okay, gut, ja. Wurscht. Es ist halt schon ein bisschen seltsam, wenn die Vergangenheit eines Charakters mehr Zeit in Anspruch nimmt als seine Gegenwart. Das stimmt. Das ist halt schon immer ein bisschen seltsam. Ja, ja. Ne? Ja.
Was mir auch ein bisschen missfallen hat, der Film ist halt von der Handlung her relativ einfach. Er wird so durch Verschachtelungen und halt Verweise auf die Vergangenheit und auf die Gegenwart halt so erzählt, dass es komplizierter wirkt, als es ist. Und ich finde es einfach nicht clever, wenn ein Film irgendwann eine wichtige Figur enthüllt und so tut, als ob jetzt alle total fassungslos sein sollen. Aber eigentlich gab es für diese Figur kein wirkliches Anzeichen. Es gibt halt eine Enthüllung, wenn auch in diesem Zug ist. Und das ist jetzt aber nicht so, dass man sich denkt, ach was, die alte Dame aus dem Ruheabteil ist die ganze Zeit noch ein Killer gewesen. Nein, das ist einfach so, hier hast du noch einen Killer. Und es wird aber so verpackt, als wäre es wirklich ein riesengroßer Reveal. Und ich dachte mir so, nee, das ist irgendwie dann eher faules Erzählen. Ja, das stimmt. Es gibt keine Anzeichen dafür. Ja. Aber irgendwann habe ich ihnen so storymäßig den Benefit of the Doubt gegeben, weil ich mir so gedacht habe, im Prinzip ist es ja auch wurscht. Dann ist halt der neue Killer, der auf eine andere Art und Weise tötet. Wir kriegen wieder geile Action und das ist vollkommen okay. Ja, das stimmt schon. Ist euch der Begriff Chekhovs Gun geläufig? Nee. Das ist ein Prinzip aus der Dramaturgie, die einfach besagt, wenn du irgendetwas in einem Film siehst, sollte es auch irgendwie zum Einsatz kommen. Oh, ja. Also ja, zum Beispiel, der Klassiker ist, wenn Q007 irgendwie eine Laserarmbanduhr gibt, dann sollte er sie im Film auch benutzen, sonst wäre es Schwachsinn. Rian Johnson hat jetzt zuletzt bei Knives Out sehr schön mit dieser Chekhovs Kanone nächstes Mal gespielt und das versucht jetzt auch David Leitch hier. Ich finde, das misslingt ihm aber hin und wieder, denn es gibt ja nicht nur menschliche Killer in diesem Zug, sondern eben auch animalische Killer. Und das war auch so eine Situation, wo ich dachte, okay, dieses Ding muss halt irgendwann nochmal zum Einsatz kommen. Es muss einfach, ja. Man sieht das ja auch ganz am Anfang, was mit diesem Tier passiert ist. Ja. Und die Therese dreht sich halt zu mir, die Schlange, die müssen wir uns merken. Wobei man auch sagen muss, diese Schlange, auch wie sie eingeführt wird, das war auch so eine Sache, wo ich dachte, ich glaube, der Film hält mich ein bisschen für blöd, weil du siehst zu Beginn so einen News-Ausschnitt, da wird gesagt, diese Schlange wurde aus dem Zoo geklaut. Aber trotz allem haut mir der Film immer wieder so vor die Netzhaut. Übrigens, vergesst nicht, da ist doch eine Schlange irgendwo. Vergesst nicht, da ist doch eine Schlange irgendwo. Vor allem zeigen sie dann den gleichen News-Ausschnitt im Prinzip nochmal, nur ein bisschen länger. Und das ist, was ich eben vorher gemeint habe, dass ich halt nicht für jeden Charakter, also die Schlange ist, nicht 15 Mal die gleiche Hintergrundgeschichte nochmal brauche, weil ich beim ersten Mal verstanden habe, dass diese Schlange aus dem Zoo geklaut wurde und dass es nicht geil ist, dass die weg ist. Das war mein mit dem, dass ich, Alter, dass mich das ein bisschen gestört hat, dass halt immer wieder diese gleichen Rückblicke dann irgendwie kommen. Ja gut, sie waren halt dann ab und also ja, das andere war diese Yakuza-Geschichte, die kam halt dann auch nochmal zum Einsatz, aber das fand ich jetzt okay. Aber es gab halt also Sachen wie jetzt dieser Autounfall, von dem dann einmal die Rede war, wo du auch wusstest, okay, das wird auch noch relevant. Geht mir halt vor allem darum, dass es halt oft Sachen erklärt werden und das mehrmals, obwohl man sie auch, glaube ich, nonverbal verstehen könnte oder müsste. Ja. Und ich glaube, dass Bullet Train, ich möchte dem Film eigentlich gar keinen Vorwurf machen, denn ich glaube, Bullet Train ist halt einfach ein Kind seiner Zeit. Ich glaube, das ist so modernes Erzählen, zumindest des Blockbuster-Kinos. Ich finde das ein bisschen schade, weil ich habe dann immer so ein bisschen das Gefühl, dass der Film mich nicht für voll nimmt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt da sitze und die Arme verschrecke und sage, der Film ist doof, weil er mich für doof hält. Nee, das nicht. Aber trotz allem glaube ich, dass das den Film ein bisschen entschlackt hätte. Ich finde auch, er hat keine Längen, er zieht sich nirgends. Also es ist eigentlich durchgehend passiert Zeug und mir ist so geil, da war's und da, bunte Farben und Action alles. Und das wird auch nicht zu viel irgendwie. Man hat immer dazwischen so Sequenzen, wo es ein bisschen ruhiger wird. Das finde ich echt gut abgestimmt. Und ja, vielleicht wäre ein bisschen runder damit, aber das ist wirklich, wie gesagt, jammern auf hohem Niveau jetzt. Also ich muss sagen, ich habe einmal auf die Uhr geschaut, weil ich mir gedacht habe, okay, wie viel Zeit ist wohl vergangen? Der Film war nicht langweilig, will ich überhaupt nicht sagen. Aber ich habe mir dann nur gedacht, wow, es ist jetzt eine Stunde um und es ist schon so viel passiert. Es passiert halt wirklich viel. Aber was ich halt interessant finde, wenn man sich dann nochmal so genau überlegt, was da jetzt eigentlich passiert ist und was ist wirklich relevant gewesen, ist es dann schon, da merkt man halt, wie gesagt, die Story an sich ist sehr simpel eigentlich. Ja. Das ist ja auch die Art von Unterhaltung, dass du einfach siehst, wie diese Geschichte sich nach und nach entfaltet. Das ist so dieses ganz klassische Kriminalding. Wer ist jetzt verantwortlich für was? Das ist ein Spielzeug, sag ich mal, ein erzählerisches Spielzeug, was Bullet Train durchaus probat bedient wird, wie ich finde. Ja, absolut. Man kann mitraten, wenn man möchte, aber ich meine, man kann auch einfach nur sitzen und sich denken, geil. Also ist jetzt kein Sherlock-Holmes-Film, das ist klar. Ja.
Ja, oder keine Agatha Christie oder so, aber ja. Du hast gerade gesagt, Kathi, meckern auf hohem Niveau, dann möchte ich mal das hohe Niveau nehmen und es übertragen auf die Darsteller. Die haben nämlich, wie ich finde, alle echt Bock drauf gehabt. Nicht nur Brad Pitt, sondern zum Beispiel auch Joey King, die haben jetzt zuletzt in Princess of Disney Plus gesehen. Das war so ihre erste große Actionrolle. Ich bin jetzt weder Fan noch Hater von Miss King, aber meine Fresse, in Bullet Train dachte ich echt so, boah, Mädchen, ich hoffe, du stirbst. Sie war nicht sehr sympathisch, weil es spricht ja irgendwie auch für sich, weil sie hat dann die Rolle echt gut verkörpert. Wir haben also gedacht, was bist du für eine doofe Tussi? Genau, also ich meine, sie macht ihren Job absolut perfekt. Also dass man sie nicht, dass wir jetzt sagen, dass wir sie nicht mochten, ist eigentlich ein großes Kompliment, weil das soll ihre Rolle ja auch übermitteln. Also ich habe echt auch gedacht, alter Weib, bitte lass es einfach, hör einfach auf und keine Ahnung. Geh weg, mach was anderes. Jedes Mal, sie kommen, ist es mir unangenehm geworden. Ich war so, oh Gott, was passiert jetzt? Ich will das nicht. Wovon ich übrigens auch überrascht war, es gibt da eine Figur, die hat mich optisch an Post Malone, diesen Rapper, erinnert. Und ich dachte dann auch, weil ich mich ja eigentlich mit Rapper nicht so auskenne, das ist Post Malone. Und irgendwann im Laufe des Films dachte ich mir so, ey, warte mal, das ist Percy Jackson, das ist Logan Lerman. Da war ich auch verblüfft. Hatte jetzt nicht so viel Screentime, aber ich habe den erst nicht erkannt. Das ist ein sehr schöner Vergleich. Ich habe gerade sehr viel Kopfkino. Ja. Sowieso hatte ich das Gefühl, dass natürlich Brad Pitt ist der größte Star in dem gesamten Film. Darüber müssen wir nicht reden. Aber es gab ganz oft so Momente, wo ich dachte, ach, der oder die spielte auch mit. Mhm. Also da sind wirklich viele, nicht vielleicht bekannte Namen, aber bekannte Gesichter drin. Also wirklich sehr viele. Absolut, ja. Man schaut wirklich und denkt sich so, den habe ich schon irgendwo mal gesehen, die habe ich schon mal gesehen, den habe ich dort schon gesehen. Und ich glaube, bei jedem konnte ich irgendwie das Gesicht zumindest so einigermaßen zuordnen. Das ist bei der Anzahl an Leuten schon beachtlich. Ja, welche beiden nicht aggrossballig waren Tangerine und Lemon. Die werden ja gespielt von Aaron Taylor-Johnson und dem bereits erwähnten Brian Tyree Henry. Bei denen war es ja bei mir so, zu Beginn haben die mich mehr genervt. Da fand ich die eher anstrengend, aber so nach und nach hatte ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass die ein bisschen mein Herz erobert haben und tatsächlich so gegen Ende muss ich auch für mich dann feststellen, irgendwie, also wenn der Film jetzt super erfolgreich wäre und die sagen, komm, wir machen Sequels und Spin-Offs und es gibt ein Tangerine und Lemon Spin-Off, würde ich nicht Nein dazu sagen. Ja, absolut. Ich möchte wissen, was in Bolivien passiert ist. Ansonsten hätte ich noch anzumerken, ich finde, der Film hat ein paar schöne Einstellungen. Kameramann war Jonathan Saylor, der hat, glaube ich, schon mit David Leitch schon beim ersten John Wick zusammengearbeitet und ist mittlerweile so neben Steven Wyndham, der so die ganzen Fast and Furious Filme macht, so der Action-Heini Nummer 1, was die Kamera angeht in Hollywood. Sowieso muss ich sagen, bis auf ein paar Effektshots, die doch sehr sichtbar halt eben das sind, was sie sind, sieht der Film wirklich hochwertig aus. Dachte ich mir auch immer. Also die haben das wirklich sehr gut gemacht. Und es gab wirklich sehr viele Momente, wo ich halt auch herzlich oder lauthals lachen musste. Und ich finde auch so vom Set-Design, von den Lichtgebungen zu den verschiedenen, also logischerweise hat der Zug verschiedene Abteile. Es gibt auch so ein, ich nenne es mal Familienabteil oder so. Bin ich ganz sicher, was das war. Ich war so baff, dass es da irgendwie ein eigenes Abteil nur für Kinder gibt, wo ich dachte, bitte, das brauchen wir. Ich meine, nichts gegen Kinder. Ich bin's, aber wenn du halt wirklich stundenlang unterwegs bist. Ich bin mit der U-Bahn vom Bahnhof hergefahren, irgend so ein Kind hat sich gedacht, in der U-Bahn ist es lustig, die Notbremse zu ziehen. Also bitte ein eigenes Kinderabteil ohne Notbremse. Ne? Okay, der Punkt, den kann. Ja, ich habe mir nur gedacht, boah, da schaut die zweite Klasse aber auch geiler aus als wie bei uns. Ja. Also wirklich, ich kann euch eins sagen, selbst wenn ihr nichts für Action übrig habt, aber ihr hattet irgendwie eine stressige Bahnfahrt, geht den Bullet Train, dieser Zug ist der Wahnsinn. Und ich habe mir sagen lassen von einem Kollegen, dass dieser Zug gar nicht so weit weg von der Realität ist, wie es in japanischen Filmen aussieht. Ich glaube, das treibt den japanischen zu. Also ich muss auch sagen, also es gab ja auch diesen Ruheabteil und ich hätte gestern das Ruheabteil gerne gehabt, weil ich habe es der Kathi gestern erzählt, also ich weiß nicht wieso, mich hat es gestern gestört gehabt. Wir waren eine Stunde unterwegs und die ganze Stunde über ist vor mir jemand gesessen, der telefoniert hat, wirklich permanent. Und hinter mir sind auch zwei gesessen, die haben sich ab permanent lauthals unterhalten und da haben wir ständig irgendwie ständig irgendwie gegen den Sitz gedonnert und ich habe nur gedacht, boah, Leute. Aber zumindest gab es keine Leichen, das war ein Vorteil für uns. Das weißt du nicht. Das stimmt. Auf was ich hinaus wollte eigentlich war, mit dieser Familienteil und so und auch den verschiedenen, dem zweiten und den ersten Klasse und dem Speisewagen oder diesem Snackding da halt, die hatten alle auch so einen komplett, also obwohl das in diesem Zug nur spürt. Und halt eigentlich, ich weiß es nicht, Kammerspiel nennen, weil es schon einige Rückblenden und so gibt, aber halt wirklich auf diese Bar, wo uns da halt beschränkt ist, haben die alle so unterschiedliche Flares und
Ausstattung und so, dass es eigentlich nie Fahrt wird. Man verliert auch nicht den Überblick, finde ich, dadurch, weil das schon sehr gut auch optisch gekennzeichnet ist, wo wir uns gerade befinden jetzt. Also es hat mich stellenweise ein wenig an Bong Joon-hos, meiner Meinung nach, Meisterwerk Snowpiercer erinnert. Natürlich ist es da wesentlich ausgefeilter, aber stimmt schon. So jeder Waggon hat so seine eigene seine Welt. Man darf natürlich nicht so viel hinterfragen, weil wer fährt den Zug? Wo ist das Zugpersonal? Weil das Zugpersonal ist eigentlich auch nur anwesend, wenn es für die Handlung irgendwie essentiell ist. Ansonsten ist da nichts los. Ich hatte auch manchmal das Gefühl, entweder ist der Zug einigermaßen voll oder komplett leer. Gegen Ende kommt eine Erklärung, warum das dann, warum wirklich nur noch die wichtigen Hauptfiguren drin sind. Das sei okay. Aber wie gesagt, darüber will ich auch gar nicht richtig nachdenken. Das ist halt, wir müssen halt ehrlich sein, was das für ein Film ist und was der Film erreichen möchte. Und ich finde, dass er das trotz Schwächen schafft. Ich bin ja dankbar, dass es mal wieder einen guten Sommerblockbuster gibt, der halt nicht auf irgendwelchen Franchise beruht. Nämlich, wie schon gesagt, der hier beruht auf einem hier in Deutschland äußerst unbekannten Roman. Man darf natürlich jetzt kein intellektuelles Feuerwerk oder so erwarten. Als Action-Blockbuster macht er absolut Bock. Nach dem Trailer dürfte man auch nicht mehr erwarten als genau das. Und genau das bekommt man auch. Und das ist vollkommen in Ordnung so. Genau. Also. Und wenn du Bock drauf hast, dann schau auf jeden Fall im Kino, weil das ist schon geiler dann. Ja, das stimmt. Alles da ist wirkt, geiler da, im Kino. Da wirkt es schon noch anders. Dann mit Freunden oder so, wenn du dann zu mehreren im Kino bist, dann macht es auch noch mehr Spaß. Erkenntnis dieses Podcasts: Im Kino ist alles geiler, selbst das Bahnfahren. Damit, glaube ich, können wir zu unserer Endhaltestelle kommen. Wir haben unsere 3-9-Euro-Tickets jetzt mehr als ausgiebig genutzt und würde vorschlagen, lasst uns doch alle noch kurz ein Fazit fällen zu Bullet Train. Und Theresia, du darfst anfangen. Also von mir gibt es eine klare Empfehlung davon, den Film im Kino anzuschauen. Schön. Katharina. Geil. So mag ich das. Ich bin derjenige von uns dreien, der, glaube ich, noch die meisten Kritikpunkte da rein buttert. Trotz allem muss ich sagen, das ist wirklich ein vergnüglicher Actionfilm oder Actionkomödie, muss man ja sagen. Macht Spaß, hat spielfreudigen Cast, hat ein hübsches, gutes Design. Erzählerisch ist er dann nicht so clever, wie er tut, aber sei es drum, wenn ihr einfach auf solche Filme steht, dann geht ins Kino, ihr werdet es nicht bereuen und wenn doch, ist es uns auch egal. Damit sind wir durch. Ich bedanke mich bei euch draußen fürs Zuhören, möchte auf unsere Webseite verweisen, telestammtisch.de, außerdem auf unsere Präsenz auf Facebook, Instagram und Twitter. Es wäre außerdem formidabel, wenn ihr uns bei Spotify und sonstigen Podcatchern, wie immer die Dinger heißen, mit 5 Sternen bewertet oder 3 von 3 Bananen, keine Ahnung, wie es da abgeht. Sorry, ich bin alt. Wenn ihr den Film geschaut habt und euch gefallen oder nicht gefallen hat, könnt ihr auch gerne YouTube-Kommentare schreiben oder Insta oder Twitter oder Facebook. Danke auch an Theresia und vor allem Katharina, ohne die ich das hier nicht gemacht hätte, denn alleine hört mir eh keiner zu. Und damit sage ich Adieu, dann darf Theresia Tschüss sagen und das letzte Wort gebührt der Kati. Tschüss. Macht's es gut, bis bald. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.